Hallo Freunde und willkommen zum aktuellen Team der Woche vom 14. November. Ich habe hier schon mal eine Vorschau, was nachher gegen 19 Uhr auftauchen wird im Team der Woche. Das ist hier die Übersicht und ich zeige euch jetzt mal die ganzen Spieler, die im nächsten Team der Woche sein werden. Torwart haben wir hier von Sporting. Dann haben wir den Heiko Westermann. Foran. Der Maxwell hat es auch ins Team der Woche geschafft. Von Paris. Dann haben wir hier den Hamsik. Neustädter. Paulinho. Obraniak. Hernandez, ja, das ist natürlich schöner Spieler. Sehr schnell, Schuss ist okay, Kopfball stark. Der wird wahrscheinlich sehr gewünscht sein. Okay, dann haben wir hier noch einen Kollegen, der hat einen super Schuss hier mit 87. Der wird wahrscheinlich auch sehr begehrt sein. Oh, haben wir hier noch den Fred, auch ziemlich gut im Schuss, aber auch ein bisschen langsam, der Kollege. Kopfball ist noch sehr gut. Ja, haben wir hier noch den Jussi Hegesylänen, wie er heißt, als Silber-Goalkeeper. Linker Verteidiger, Kadri. Angela. Seyudo. Oh mein Gott, das sind ja wieder Namen hier. Robbie Keane, das ist endlich mal ein Name, den kann man aussprechen. Und es sind noch ein paar Bronzespieler dabei. Allerdings finde ich jetzt die Werte hier nicht so berauschend. Bei Bronzespielern, da muss man schon einen haben, der flott unterwegs ist. Sonst kann man da nicht wirklich viel reißen. Hier haben wir noch den Gartler. Und das war es auch schon mit dem Team der Woche. Also so der richtige Oberreißer ist ja nicht dabei. Es sei denn, na gut, Hernandez und er hier, die beiden werden natürlich das Zugpferd sein diese Woche. Aber es lohnt sich sicherlich auch mal ein Silberpack aufzumachen, denn die Spieler, die da sind in Form, die sind meistens oft viel mehr wert als die goldenen Kollegen. Gut, Freunde, das ist das Team der Woche. Ich wünsche euch viel Glück beim Ziehen und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut.